Hallo Fritz. Hallo Paul. Ich habe was für dich, weil du immer so fleißig hier bist und alles. Ein Frühlingsbonus quasi. Ui. Die Greatest Hits von Britney Spears. Bitteschön. Da freue ich mich aber. Natürlich ist das schon Quatsch. Fritz hat beim Saubermachen im Auto eine ganze Sammlung an CDs gefunden. Und unter anderem auch diese DVD. Aber ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Geschenk. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Warum habe ich gerade Krabben im Kopf, wie er als Britney Spears verkleidet im Garten tanzt? Justin, yeah, touch my body. Egal. Oder machst du das auch? Das mache ich auch. Darf ich mal vorbeikommen und zugucken? Klar. Das ist schön. Du darfst dich auch gerne als Justin Timber. Nein, das möchte ich aber nicht. Frag doch mal den Opa. Ja, der wird auf jeden Fall kommen. Und sich verkleiden. Und sich verkleiden. Wir reden jetzt über Autos, Fritz. Schade. Und zwar, bevor dieser Wagen jetzt heute Mittwoch beim Video übermorgen rausgeht, wollten wir den nochmal zeigen, weil es ist schon relativ selten, dass wir einen GTST als 4-Door 32er haben. Und ja, der ist einfach schick. Sind zwei gute Gründe, warum man darüber ein Video machen könnte, würde ich sagen. Also, fangen wir wie immer an. Felgen. Was sagst du zu den Felgen, Fritz? Verdammt geil. Stehen dem Auto richtig gut. Auch die Maße sind schick, ne? Ja, das Fitment ist akkurat. Viele denken jetzt bestimmt, ah, der muss doch viel tiefer. Ich würde den tatsächlich genauso lassen. Das ist in Ordnung, ja. Das ist eine gute Mischung aus. Den kann man auf jeden Fall noch äußerst sportlich bewegen und sieht trotzdem schick aus. Richtig. Das kam mir das auch gesagt. Da es ein alter Nissan ist, weißt du, was jetzt kommt. Ja. Ich möchte auch nicht wieder Beschwerden in den Kommentaren haben, dass wir das vergessen haben. Ich glaube, das ist jetzt unser Schicksal. Das müssen wir jetzt leider immer machen. Ich bin erkältet. Das ist blöd. Aber man riecht sofort. Das ist wieder, also das ist sogar echt stark ausgeprägt. Ja, das Bouquet zieht sogar. Irgendwann lasse ich Duftbäume damit machen. Ja, bitte. Das hätte schon was irgendwie. Das Design ist ja schon fertig. Echt? Ach, stimmt ja. Ja, 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 ich erinnere mich, ja. Ach, das ist so 100 Jahre her, wo soll ich denn das jetzt noch wissen? Ich bin alt. Ja, was gibt's im Innenraum, Fritz? Ziemlich sauber. Würde ich auch sagen. Die Dashboard-Lösung ist natürlich Geschmackssache, weil das 32er Dashboard ist ja immer, naja, entweder wirft es Blasen oder reißt oben ein bisschen ein. Genau. Da gibt es ja diese Plastelösung, will ich es mal nennen. Ich glaube, mich würde das stören, wenn da Sonne drauf scheint. Ja, das Lenkrad sieht man auch recht selten bei diesen älteren Autos, dass da noch ein normales Lenkrad, ein originales drin ist. Hat zwar ein paar Kammspuren, aber sieht an sich noch ganz okay aus. Die Sitze sind sehr gut noch und auch so der Innenraum, ja, das. Oh, da ist deine Stinkematte wieder. Ja. Weißt du, vielleicht ist das ja auch. Ja. Bitte sag mir, dass du das drauf hast. Ja, das habe ich drauf. Das ist schön. Wie sich der Eimer hier hochgeklebt hat. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, wir hocken uns da. Aber zusammen. Ja, eben. Ja. Was ich sagen wollte, vielleicht ist das ja gar kein alter Nissan-Duft, sondern das ist deine Fußmatte, die so stinkt. Oder riecht, besser gesagt. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Na, ruf mal an noch. Wie hieß er? Ayman? Ayman Abdallah. Ja. Genau, den meine ich. Dann kommt neben dem Wasserrutschentest unsere Fußmatte. Und am Anschluss kommt dann noch Jumbo Schreiner und ist die Tosche mal leer. Da würde ich mich dann anschließen. Ich wollte es auch gerade sagen. Mal gucken, wer mehr schafft. Es ist aber heute wieder ganz schön quatschig hier. Weißt du, das geht so nicht, Fritz. Du hast einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Es tut mir leid. Wie emotional das ist, es tut mir leid, rüberkam. Das war gut. Es tut uns leid. Tut uns echt leid. Die ist aber sportlich eingestellt. Könnte natürlich aber auch daran liegen, dass hier wahrscheinlich noch niemand gesessen hat. Den Sitz nach der Tür, den Einstiegsleisten zu urteilen, könnte das tatsächlich der Fall sein. Auch hier verströmt es einen schönen Nissan-Duft, was natürlich daran liegt, dass das Cockpit zusammenhängt. Ha. Ja, ist ja jetzt auch Quatsch, egal. Zu. Was sagst du zu der Farbe? Gunmetal Grey ist halt immer gut. Ja, es ist halt die R32-Farbe, ne? Das ist wirklich wahr. Aber ich finde auch ein also 32er ist ja jetzt egal, ob GTS oder GTR. In Weiß ganz schick, obwohl ich Weiß nicht so der super Fan von bin. Kommt halt auch so drauf an. Aber was ich nicht so mag, ist Schwarz, muss ich sagen. Ja, der schluckt so viel Karosse. Ja, der wirkt dann so klein, ne? Und natürlich, was wiederum geil ist, ist das Rot. Ja. Und das TH1, also das Blau. Genau. Und Midnight Purple. Weißt du, was mal interessant wäre? Ein 32er in Gelb zu sehen, wie das wirken würde. Das ist bestimmt geil. Weiß ich nicht. Müsste man echt sehen. Wingless. Mich freut das.
Ja, und also Limousine gehe ich vollkommen mit ohne. Ja, ja, das meine ich ja immer. Beim Coupé oder so, da lässt sich drüber streiten. Kommt dann auch auf den Spoiler drauf an. Wie bei dem ZX da zum Beispiel. Der da wäre mir nix. Ja, nee, der ist mir auch zu viel. Hatte mein ZX ja auch den drauf erst. Und dann wurde er entnommen. Beschnitten. Hier würde bloß ein Ducktail oder sowas, also so ein kleiner Endbild. Bin ich mir. Ja, einerseits ja. Hat ja auch schon einiges bestellt, wie du weißt. Andererseits weiß ich nicht, ich finde diese Abrundung hier super schick. Das stimmt. Das fehlt dann natürlich wieder, ne? Ist ja. Geht das eine und es geht auch das andere in dem Fall, würde ich sagen. Solange kein Flügel draufkommt in der Höhe. Also Pommes-Theke würde ich auch nicht drauf packen. Was sagst du zur Abgasanlage? Oh, die ist ganz kernig. Nicht zu laut, nicht zu leise. Eigentlich genau richtig. Das ist eine Momo, ne? Das ist eine Momo. Krass. Sieht man auch nicht an allen Tagen. Ja, einen ordentlichen Klang hat auf jeden Fall. Das ist mir vorhin aufgefallen, wo du den hochgefahren hast. Hört sich sehr gut an. Aber nicht so typisch, sondern eher dumpfer, ne? Ja. Ja, hier haben wir natürlich auch einen schönen Kampf gehabt. Die Rückleuchten sind nicht mehr ganz so schön. Mhm. Und wir haben wirklich wochenlang geguckt, bis wir ein Setzrückleuchten gefunden haben. Und billig waren die auch nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Gerade weil ja viele auch dann immer auf diese GTR-Optik umbauen, dachte ich eigentlich, dass so eine Limo-Scheinwerfer-Rückleuchten, dass du damit überschwemmt wirst quasi. Aber es ist wahrscheinlich allgemein, weil das Auto halt schon recht alt ist und es halt immer schwieriger wird, auch Teile zu finden, wird das auch hier der Grund sein. Nehme ich mal an. Wir müssen noch in den Motorraum schauen. Ja. So, Fritz. Wir sind beim Motorraum. Gibt's jetzt nicht so viel zu sehen. Stock. RB20, Turbo und das war's im Prinzip auch. Ja. Die Batterie sieht recht neu aus. Ist mir mal so gerade aufgefallen. Also nicht wieder klauen. Die Leute haben es jetzt gesehen. Ja, zur Erklärung, Fritz hat so einen Batteriefetisch und der hat so einen geheimen Raum, wo er dann seinen ganzen Raum mit Batterien ausstellt. Und dann leck ich da dran, nachdem ich den Radio geschaltet habe. Wo sich halt jeder seinen Kick so herholt, ne? Wir sind gerade die Farben der Domteller aufgefallen. Bildstein. Ich dachte eigentlich schon mal, die wären durchweg gelb, aber krass, ja. Die sieht man auch nicht so häufig. Also gut, in dem Evo sieht man es vielleicht öfters mal, gerade wenn es ein MR ist oder so, aber jetzt so im Skyline-Bereich hast du ja immer das Gleiche. Entweder schwarz-rot oder grün oder was haben wir da noch so? Weiß-rot oder halt blau-schwarz, Cusco? Kann ich dir gar nicht gerade sagen mit Gewissheit. Jedenfalls ist das recht selten, deswegen wollte ich auch drauf nochmal eingehen. Aber gut, dass er eine Domstrebe gekauft hat, ne? Das sieht irgendwie nackt aus. Ja. Auch voll ungewohnt. Ja, Fritz, wie sieht's mit Porn aus? Den werde ich tun, machen, bauen. Du musst die Deutschlandfahne wieder richtig aufhängen. Das war letztens dumm. Du musst die Flagge ehren, Fritz. Für die gelenkte Demokratie. Ja, so weit ist es noch nicht, aber vielleicht nehmen wir irgendwann auch Supererde. Ja. Obwohl ich glaube, dass wir das nicht mehr mitbekommen. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Sagt mal, was ihr von so einem Fordo haltet. Gut, scheiße. Also ich persönlich finde es nicht schlecht. Vor allem Tarek hatte ja, also einer unserer 32er Limo-Kunden, der auch für die Fordos quasi einsteht. Der hatte sich schon echt gefreut, zum Beispiel auf das Video. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Pro-Stimme für Limos als GTST. Was sagst du? Ich wäre auch dafür. Gut. Wie immer dann, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, bitte. Und jetzt noch den Porn genießen. Bis zum nächsten Mal, euer Summe-Team.